So, heute geht es um das personale Erzählen, das ja vielen Schülern große Schwierigkeiten macht. Und wir wollen einfach mal zeigen, dass man die Art und Weise, wie der Erzähler erzählt, ganz einfach erkennen und beschreiben kann. Und wir erklären das am Beispiel einer dafür fantastisch geeigneten Kursgeschichte von Borchardt, die heißt Die Kirschen. So, dann legen wir jetzt mal los. Wie gesagt, das Lesen von Geschichten kann so viel Spaß machen, wenn da nicht die Analyse wäre. Und vor allem der Erzähler macht Schwierigkeiten. Da gibt es den auktorialen Personal, da gibt es neutrale Erzählhaltung und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass wenn man einmal begriffen hat, worum es geht, dann kann das in der Praxis ganz einfach sein. Man muss nur den gesunden Leseverstand einsetzen, ne? Sagen wir mal jetzt hier statt Menschenverstand, der ist natürlich auch nötig. Denn das ist ganz einfach. Auktorial ist ein Erzählen immer, wenn der Erzähler sich einmischt, kommentiert, Vorausdeutungen zum Beispiel macht und ähnliches. Personal ist ebenfalls relativ einfach, wenn der Erzähler in die Figur hineingeht und deren Gedanken zum Beispiel präsentiert. Und neutral ist eine Erzählhaltung, da hält der Erzähler sich einfach zurück und tut das, was seine eigentliche Aufgabe ist. Er präsentiert das, was jeder sehen und hören kann. Wir haben das hier mal in einem kleinen Schaubild sichtbar gemacht. Hier ist die Kurzgeschichte, hier ist der Erzähler und da ist eine Figur, können auch mehrere Figuren sein. Und das Normale ist diese hier angedeutete neutrale Erzählhaltung. Der Erzähler guckt, beobachtet und teilt uns das mit, was dort abläuft, gesagt wird und so weiter. Dann kann es sein, dass der Erzähler in eine Figur hineingeht, er verschmilzt so ein bisschen mit ihr. Und das nennt man personale Erzählhaltung, weil persona ein altes Wort für Maske ist aus dem Lateinischen. Und das heißt also, er setzt gewissermaßen die Maske der Figur auf, ne, wenn er natürlich auch Erzähler bleibt. Und er kann auch auktorial sein, auch dann geht er da rein, aber auf eine andere Art und Weise. Er kommentiert und macht ähnliche Dinge, die ihn ganz eindeutig als einen starken Außenbetrachter zeigen. Und das kann sich auf die Figur beziehen, aber auf die Handlung. Ne, auch zum Beispiel. Aber wir wollen uns ja vor allen Dingen mit der personalen Erzählhaltung beschäftigen. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir die Kurzgeschichte von Borchardt hier einfach in insgesamt 20 Teile eingeteilt haben. Immer wenn was Neues kommt, ne, haben wir uns überlegt, was ist das denn? Und das beginnt damit, nebenan klirrte ein Glas. Das ist erstmal Erzählerbericht, also dieser ganz neutrale Erzählerbericht. Aber wenn man dann sieht, wie das weitergeht, jetzt isst er die Kirschen auf. Das sind nämlich die Gedanken einer Person hier, darum blau, und die sind natürlich hier eigentlich auch schon drin. Nebenan klirrte ein Glas, da passiert ja alle möglichen Dinge, eine Fliege summt vielleicht noch oder so etwas, das ist bereits bezogen auf die Figur. Ne? Jetzt isst er die Kirschen auf, die für mich sind, dachte er, ne? Da muss der Erzähler einmal wieder neutral eingreifen und einfach sagen, was er tut. Dabei habe ich das Fieber, sie, später wird sich herausstellen, dass es wohl die Mutter ist, hat die Kirschen extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. Jetzt hat er das Glas hingeschmissen und ich habe das Fieber. Ja, der Junge ist also krank hier. So, der Kranke stand auf, ne, das ist wieder ganz neutral hier, er schob sich die Wand entlang, dann sah er durch die Tür, dass sein Vater auf der Erde saß, der kommt also anscheinend von außen in die Küche rein, und er hatte die ganze Hand voll Kirschsaft. Das ist zwar noch Darstellung des Erzählers, von daher müssen wir das ein bisschen hier korrigieren. Also ganz eindeutig ist das natürlich nicht personal, denn personal würde es heißen, er hat die ganze Hand voll Kirschsaft, aber das sagt der Erzähler hier nicht, also wieder ein Mittelding. Und dann kommt aber genau das, dachte der, da müssen wir uns wieder korrigieren, es war ganz gut, wenn ihr das seht, dass wir das tun müssen, denn das ist natürlich hier wieder Erzählerbericht. Alles voll Kirschen, alles voll, das denkt der Kranke und der Erzähler schlüpft in ihn hinein. Kirschen, dabei sollte ich sie essen, ich habe doch das Fieber, da wiederholt sich das hier oben, was er schon gesagt hat, er, der Vater, hat die ganze Hand voll Kirschsaft, die waren sicher schön kalt, sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt für das Fieber und er isst mir die ganzen Kirschen auf.
Jetzt sitzt er auf der Erde und hat die ganze Hand davon voll. Und ich habe das Fieber und er hat den kalten Kirschsaft, den ich doch bekommen sollte, auf der Hand. Den schönen kalten Kirschsaft. Er war bestimmt ganz kalt. Er stand doch extra vom Fenster für das Fieber. Dann sieht er etwas übrigens sehr schön. Das ist nicht einfach nur ein innerer Monolog. Das ist auf dem Weg zum sogenannten Gedankenstrom oder Stream of Consciousness. Damit ist gemeint, dass man nicht so ganz rational und in einer vernünftigen Reihenfolge denkt, sondern es sind die Gedanken, wie sie einem durch den Kopf schießen. Und weil sie ja nicht nach außen gerichtet sind, kontrolliert man sie auch nicht. Und darum sind die manchmal hier ein bisschen wiederholend, durcheinander und so weiter. Dann wieder der Erzählerbericht. Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, sah der Vater auf. Ja, hier sieht man, das leitet jetzt über zum Vater. Und der sagt dann, und das, was gesagt wird, also wörtliche Rede, zählen wir einfach zum Erzählerbericht, weil die einfach wiedergegeben wird. Junge, du musst doch zu Bett mit dem Fieber. Junge, du musst sofort zu Bett. Also völlig neutral. Der Erzähler äußert sich nicht dazu, ob er irgendetwas stimmt, das werden wir gleich noch sehen, oder nicht. Er gibt das wieder, was er hört und wir hören könnten. Jetzt haben wir so ein Mittelding zwischen personal und neutral. Alles voll Kirschen, flüsterte der Kranke, der spricht also. Also gibt der Erzähler das neutral wieder. Aber er flüstert es nur, eigentlich sind es seine Gedanken, alles voll Kirschen. Und auch hier, er sah auf die Hand. Das ist ja auch etwas, was von der Figur aus gesehen wird. Also da ist der Erzähler auch ganz nah an der Figur. Alles voll Kirschen. Dann du musst sofort zu Bett, Junge. Der Vater versuchte aufzustehen, verzog das Gesicht wieder ganz neutral. Es tropfte von seiner Hand. Das ist wieder etwas, was für den Jungen besonders wichtig ist. Das heißt, der Erzähler geht da schon auf die Perspektive des Jungen ein. Dann der zweite Teil, dann wieder alles Kirschen, flüsterte der Kranke, alles meine Kirschen, das kennen wir jetzt schon. Dann waren sie kalt, fragte er laut. Ja, sie waren doch sicher schön kalt. Wie? Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind, damit sie ganz kalt sind. Ja, man merkt also hier so ein bisschen, das ist immer noch ein Erzählerbericht natürlich, denn das könnte jeder hören. Und ist ein bisschen ironisch natürlich schon, weil er ja glaubt, dass der Vater ihm die Dinger weggegessen hat. Der Vater sah ihn hilflos von unten an, halt vorsichtig, ne? Hilflos, das ist die Perspektive der Figur. Man weiß nicht so ganz genau, ist es der Junge oder ist es der Erzähler, der das sagt? Da muss man dann ein paar Gedanken anstellen darüber. Er lächelte etwas, ich komme nicht wieder hoch, lächelte er und verzog das Gesicht. Das ist doch zu dumm, ich komme buchstäblich nicht wieder hoch. Wir werden das jetzt im Einzelnen mal nicht weiter durchziehen, weil das Wesentliche, glaube ich, jetzt klar geworden ist. Und auf der Homepage kann man das dann noch viel besser nachlesen. Auf jeden Fall stellt sich nachher heraus hier, dass der Vater eigentlich das für den Sohn herausholen wollte. Und das müssen wir uns jetzt noch mal kurz anschauen hier. Der Kranke sah auf die Hand, der Vater hat sich verletzt. Ne? Ach, das ist nicht so schlimm, das ist nur ein kleiner Schnitt, das hört gleich auf. Das kommt von der Tasse, winkte der Vater ab. Er sah hoch und verzog das Gesicht. Hoffentlich schimpft sie nicht, die Mutter. Sie mochte gerade diese Tasse so gern. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht, ausgerechnet diese Tasse, die sie so gern mochte. Jetzt kommt das. Ich wollte sie ausspülen, da bin ich ausgerutscht. Ich wollte nur ein bisschen kalt ausspülen und deine Kirschen da hineintun. Aus dem Glas trinkt es sich so schlecht im Bett, das weiß ich noch, daraus trinkt es sich ganz schlecht im Bett. Das heißt, hier kommt jetzt plötzlich eine Veränderung in dem, was der Vater sagt. Und er macht deutlich, dass er das für den Jungen tun wollte, während der Junge selbst hier oben ja diese ironische Geschichte da schon entwickelt und sich eine richtige böse Hasshaltung da hinein denkt. Und am Ende ist das dann so, der Vater versuchte noch einmal hochzukommen, die bringe ich dir gleich, sagte er gleich, Junge, geh schnell zu Bett mit deinem Fieber, ich bringe sie dir gleich, sie stehen noch vom Fenster, damit sie schön kalt sind, ich bringe sie dir sofort. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Der Kranke, der Junge, schob sich an der Wand zurück zu seinem Bett. Als der Vater mit den Kirschen kam, hatte er den Kopf tief unter die Decke gesteckt. Und da sind wir der Meinung, Moment, das haben wir jetzt falsch gemacht, wir müssen da auf Rot gehen, das haben wir hier nicht mehr so. Eigentlich ist das ein verstecktes, auktoriales Erzählen. Es gibt sich neutral, aber der Erzähler zeigt ja jetzt etwas sehr deutlich, hebt etwas hervor, was der Junge selbst ja gar nicht sehen kann, denn der ist ja mit dem Kopf unter der Decke und der hat wahrscheinlich ganz andere Gedanken. Das heißt, der Erzähler löst sich hier ganz eindeutig von der Person. Er ist zunächst mal neutral, aber er gibt uns eigentlich hier einen auktorialen Hinweis, der Junge schämt sich, weil er den Vater verdächtigt hat
und dann hinterher sich rausgestellt, der Vater wollte das für ihn besonders kalt stellen und hat sich dabei sogar verletzt. Und das hat eben diesen falschen Eindruck erzeugt. Wir hoffen, dass insgesamt deutlich geworden ist. Wir kehren nochmal zum Ausgangspunkt zurück, ne? Dass es also in der Praxis ganz einfach sein kann. Man muss nur diese Dinge im Auge behalten und selbst ein bisschen mitdenken. Dann bekommt man das eigentlich hin. Und kein Problem, es wird immer wieder, wie wir auch gezeigt haben, Mischsituationen geben. Und das ist überhaupt kein Problem. Der Autor, als er die Geschichte geschrieben hat, da hat er an diese Dinge nicht gedacht. Man hat die Geschichte so geschrieben, wie sie für ihn schlüssig ist und das ausdrückt, was er im Kopf hat. Und das sind analytische Dinge, die aber manchmal zeigen können, dass hier zum Beispiel eben doch eine ganze Menge hier eben personales Erzählen ist. Also die Gedanken der Figur sind eben ganz wichtig und er denkt eben Dinge, die nicht der Realität entsprechen. Und darum muss er am Ende hier sich ein bisschen unter der Decke verstecken und sich schämen. Wie immer legen wir das hier auf einer Seite ab, ne, die man leicht hier bei den Informationen vorfinden kann. Wir hoffen, dass euch das weitergebracht hat. Wenn wir noch irgendetwas Ergänzendes finden oder so, dann bringen wir das auf dieser Seite entsprechend auch unter. Oder auch Korrektur kleiner Fehler. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal, ne, der ist nicht so autorial, wie ich das jetzt hier anzeichne, der ist eigentlich sehr personal, er versucht eure Bedürfnisse zu berücksichtigen, wenn ihr den abonniert. Denn das nächste Video könnte für euch interessant sein, wieder, wenn wir versuchen, ne, durch die Bretterwand des Schwierigen, manchmal was man im deutschen Recht auch findet, eben dann durchzukommen und dann uns selbst zum Blühen zu bringen.